Ja, Leute, es ist soweit. Der wunderbare McLaren wurde gestern endlich gelauncht. Das erste Auto der MCL 35M wurde gestern in London gelauncht mit den zwei neuen Fahrern, also mit dem einen neuen Fahrer und mit Lando Norris. Also Lando Norris und Daniel Ricciardo haben das Ganze gestern gelauncht. Ich fand es ziemlich cool, ich habe mir ein bisschen angeguckt, habe auch ein bisschen reagiert, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt in der Reaction. Schaut ganz später vorbei, aber hier haben wir das Auto, das erste Bild, so eine Vorderansicht. Ich fand es sexy, aber ehrlich gesagt, ich habe mir ein neues Design mal gewünscht. Es ist wieder orange-blau, das Blau wurde wahrscheinlich ein bisschen, ja, es ist nicht verdunkelt. Ich glaube, das ist nicht mal ein großer Unterschied zum letzten Jahr. Schreibt gerne eure Meinungen gerne in die Kommentare, ich bin ziemlich gespannt. Hier von der Seite dann dieser Regenbogenmuster da unten wieder. Ich finde es schön, aber zu schlicht wieder. Also da ist auch so ein orangener Fleck, wo gar nichts ist. Und da hätte man vielleicht doch ein bisschen was ändern können. Sie sind sehr auf diesen Standard, da jetzt so schief von hinten, sie sind sehr auf diesen Standardmuster geblieben. Ist natürlich bewährt gewesen, war auch schön letztes Jahr. Aber trotzdem, ein bisschen Mut zur Farbe. Wirklich, das hätte mir echt gefallen. So von hinten hier, so seitlich. Ich finde diesen Rainbow hier ziemlich cool, weil das signalisiert auch so ein bisschen wieder dieses We Racers One. Haben sie diesmal gleich komplett eingebaut in das Design auf die Seite da. Das Blau ist wunderschön, ist auch besser wie 2019, glaube ich, war das. Da war das Blau so ein bisschen heller, hat mir nicht so gut gefallen. Letztes Jahr war es schöner, jetzt haben sie, glaube ich, dann nicht mehr viel geändert. So von oben, da kennt man eigentlich meistens die Bilder. Coca-Cola ist der fette Sponsor da auf der Seite und der Halo Orange, ja. Sieht nice aus, finde ich ziemlich cool und ja, wie gesagt, ich habe mir da ein bisschen mehr, ja, von oben, ja, das ist doch das Sitzloch und die Fahrer haben das ziemlich gut gemacht, muss man sagen, auch Norris, auch Ricciardo, der ja da ziemlich neu im Team ist, wurde da ziemlich gut integriert, haben das Ganze angeguckt. Ich glaube, die Chemie stimmt doch zwischen den beiden und das lässt nur hoffen, dass die eine gute Fahrerpaarung sind, dass die da wirklich was raushauen und so sehen, ja, so im Hintergrund die Bilder aus. Finde es ziemlich cool, hätte mir aber auch ein bisschen gewünscht, dass die da ein bisschen was an der Farbe ändern. So hier zum Beispiel, so von der Seite. Ja, es ist schön, auf jeden Fall. Aber ja, es ist halt ein bisschen gewöhnlich. Wie ist eure Meinung dazu? Sagt sie mir gerne in die Kommentare. Aber das Design ist ja nicht leistungstragend. Die könnten auch die Farbe abscheren, abschaben wie damals die Silberpfeile. Haben ja die Farbe abgekratzt, dass sie da schneller sind, weil ja diese Rostfarbe so schwer war. Und finde ich ziemlich cool. Sieht auch gut aus, also muss man sagen. Kennt man auch von den letzten Jahren. Letztes Jahr fast so eine ähnliche Lackierung. Finde ich nice und freue mich echt schon. Am Freitag, glaube ich, liegt das nächste Team. Also Launch, nicht liegt. Ich glaube, AlphaTauri steht da an. Das nächste Team launcht dann am Freitag. Es wird AlphaTauri sein am 19. Februar. Und am Montag drauf launcht dann gleich Alfa Romeo. Ich bin mega hyped, wie die Cars aussehen. Abonniert dafür gerne den Channel, lasst gerne einen Daumen da. Und ich hoffe, ja, ich denke mir, bei Alfa Romeo wird sich nicht viel ändern. Bei AlphaTauri hat man bis jetzt eigentlich immer Mut gezeigt. Die haben ja auch nach Toro Rosso auf AlphaTauri gewechselt. Da haben sie auch richtig eine fette Show letztes Jahr rausgehauen. Die Autos mega gut designt. War eines meiner Lieblingsdesigns letztes Jahr. Und ich bin sehr gespannt. Aber Alfa Romeo, ja, die fahren da halt in diesen traditionellen Werksteamfarben. Und ich glaube nicht, dass die da viel ändern werden. Trotzdem, finde ich ziemlich cool, McLaren. Fast im gleichen Design wie letztes Jahr, haben wahrscheinlich sich ein paar Sachen geändert. Genauere Sachen muss ich mir mal durchlesen, aber ich wollte mal so die erste Reaction. Ich habe da auch mega, mega coole Reaction. Ich finde das ziemlich cool. Kann euch auch vielleicht, ich habe ein bisschen was mit aufgenommen vom Launch. Vielleicht kann ich auch das mit runterschneiden. Abonniert den Channel gern. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und wie gesagt, schaut später gern vorbei. Eine Stream-Highlight-Folge kommen. Wir werden im Weltmeisterschaftsmodus haben wir Elfmeter geschossen. Deutschland gegen Brasilien. Das war eine Gaudi auf jeden Fall. Und dann Deutschland gegen Niederlande bzw. Holland. Und ja, schaut gerne vorbei auch auf Insta und TikTok, wie immer. Links sind alle unten in der Bio. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just